So, und Sie haben gesehen, das war natürlich ein Rückwärtssalto und das war auch korrekt so angemeldet. Also, hier sieht man es. Er kippt nach hinten, springt kaum nach oben. Körperstreckung, naja, andeutungsweise. Die Arme kommen zwar nach unten und jetzt sehen Sie seine richtigen Probleme. Jetzt knallt es so richtig. Das war eher so die Ausführung Tsunami. Und das sehen wir hier auch. Ja, und gucken Sie mal. Der zweite Rang, obwohl er der erste, das ist, Miss Ronja ist sogar davor mit nur einem Sprung. Das ist bitter. Das ist bitter, hat Ron gesagt. Von GZSZ zu GSSZ. Gute Sprünge, schlechte Sprünge, war eher nicht so doll, ne? Oder? Guck mal hier. Nee, das war mein Angstsprung. Also ich habe den echt lange nicht mehr gemacht und ja. Das tat weh, auf jeden Fall die Punkte und sicherlich auch am Popo und am Rücken. Vielleicht, um Ihnen das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, da wird er eingesprayt. Was ist denn jetzt eigentlich Tattoo und was ist Aufkleber? Ist das Farbe? Nein. Und der war völlig verunglückt. Also da ist einiges schiefgegangen. Sie kann trotzdem lächeln. Wir schauen an, wie es losgeht. Sie fällt da auch nach hinten. Dann katapultiert sie das Brett natürlich eher nach hinten. Und das ist eine sehr, sehr interessante Ausführung dieses Sprunges. Oh also 3,5, der zweite Rang. Auch da ist Miss Ronja nach nur einem Sprung noch davor. Ja, ich muss mich leider korrigieren. Den würde ich bei YouTube reinstellen. Der sah so ein bisschen aus wie so ein abgeschossenes Brathähnchen. Flop oder Blob, ne? Ja, aber guck mal, also für die Zuschauer zu Hause eigentlich so ein Sprung, den man sich auch noch ein paar Stunden anschaut. Kunstfigur. Ich dachte, wir machen so eine neue Disziplin im Ich erfinde einen Sprung in der Luft, den ich noch nie gemacht habe. Ja, das ist dir geglückt. Annika Hansen, Applaus für diesen tollen Sprung. Und ich möchte sagen, irgendwas hat da nicht gestimmt. Sie sehen, er hat es offensichtlich auch schon mitbekommen. Und die Ärzte stehen schon bereit, oder? Nein, das ist erstmal ein kurzer Schmerz nur. Gucken wir mal. Rotation, weit weg vom Brett, Höhe ist auch nicht zu erkennen. Ja, und dann ist das Problem, dass man einfach nicht fertig wird, weil das Wasser kommt plötzlich. Na, das war ja nun nicht so toll, oder? Wird der nächste besser? Ich hoffe es. Also, der tat sogar ein bisschen weh. Ist so nicht das, was man in der Generalprobe unbedingt haben möchte. Eieieiei. Bei Betty hinten sah es ja noch einigermaßen aus. Achtung. Also mehr so im Häschenhüpf hätte ich eher von den Playboy-Bunnies erwartet, so etwas. Dann die Drehung. Verlieren Sie hier beide in der Synchronität schon und jetzt achten Sie mal hinten auf die Ausführung. Elton hat uns bezahlt. Ja, er hat gesagt, wenn ihr schlechter seid als ich, dann... Ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein Foto für euch, ja, wie bei Heidi, aber einen Film und den schauen wir uns nochmal an. Guck mal da, in Zeitlupe. Ach du meine Kacke, das geht ja gar nicht. Betty wie eine Taube. Steffi mehr wie ein Maulwurf am Ende. Ach, ist das niedlich, wie man sich über so viel Mist freuen kann. So, zuerst mal haben Sie gesehen, dass das eine sogenannte Mühle war, also unterschiedliche Sprünge, aber unterschiedlich war da leider auch noch was anderes. Schauen Sie hinten zu Jonas Reckermann, zu unserem Beachvolleyball-Olympiasieger. Da verliert er die Beine komplett und den Aufsprung wird er sich auch noch merken eine Zeit lang, könnte ich mir vorstellen. Ja Mensch, sah nicht so schön aus. Was ist mit der Familienplanung, alles in Ordnung? Abgeschlossen. Der Jonas ist letzte Woche, glaube ich, Vater geworden. Und deswegen konnten wir nicht so viel trainieren. Aber dafür hat er einen riesen Applaus verdient, oder? Ja,